Jo, was geht ab und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir werden heute etwas gemeinsam testen und ich bin schon super, super gespannt drauf. Ich weiß nämlich nicht, ob ihr es wisst, aber ich bin ein riesen Max-Fan. Schon seit ganz, ganz langer Zeit. Ich liebe den, ich liebe seinen Content, ich liebe alles, was der macht. Also falls ihr Max noch nicht kennt, checkt ab, aber ich bin mir sicher, ihr kennt ihn. Max hat Pasta-Boxen rausgebracht. Pasta Poesia. Und das ist frisch gemachte Pasta mit frisch gemachten Soßen, die man aber zu Hause fertig schnell zusammenrühren kann. Also weil er selbst sagt, fertige Nudelsoßen, Pastasoßen gibt es im Supermarkt nicht. Die sind alle nicht geil. Und hat das deswegen selber hergestellt. Und ich wollte das unbedingt testen. A, ist es von Max und B, ist es Pasta. Also, ich habe mir dann einfach drei vegetarische Gerichte rausgesucht, weil es gibt einige mit Fleisch. Die habe ich nicht bestellt. Würde ich gerne, aber ich esse kein Fleisch. Deswegen werden wir jetzt mal die Veggie-Varianten testen. Ich glaube, auch am Preis hat sich vor kurzem was geändert. Es gab jetzt nur so Doppelportionen. Also jede Portion, die ich bestellt habe, war zweimal drin. Also dass ich von jedem Gericht zwei hatte. Also zwei, vier, sechs Gerichte. Genau. Und preislich blende ich euch das einfach hier mal ein. Ich habe ganz normal selber bestellt, selber bezahlt. Und ich würde sagen, ihr könnt erstmal noch meinen Kanal abonnieren. Das wird super nett. Und ich möchte euch noch etwas zeigen. Und zwar, ich habe das hier vor mir stehen. Ich habe mir vor, ich weiß es gar nicht, vor einem Jahr oder so mal, ein Riesenpaket bei Miui bestellt. Entschuldi, ich wollte kurz attention. Und das sind so Getränkesirups. Die sind genial. Die sind ohne Zucker, die sind super ergiebig. Also so ein Fläschchen reicht ungefähr für 6 Liter. Und ihr könnt das auch nicht nur in Wasser einrühren, sondern auch in Joghurt, Skier oder was auch immer, was ihr süßen möchtet. Es gibt super viele Geschmäcker. Ich glaube 15 Stück. Und es ist super easy anzuwenden. Ihr kennt wahrscheinlich Sirups. Aber falls ihr Miui noch nicht kennt, probiert das gerne mal aus. Ich habe hier zum Beispiel einen meiner Favorites, Granatapfel. Dann nehmt ihr euch einfach euer Wässerchen, egal ob still oder mit Blub, und macht so viel von dem Sirup rein, wie ihr eben möchtet, je nachdem, wie stark oder schwach ihr das gern hättet. Ich mag es tatsächlich ein bisschen intensiver. Und dann könnt ihr das genießen. Und wenn ihr wie ich vielleicht auch das Problem habt, dass ihr ein bisschen zu wenig trinkt, gerade jetzt nach meiner Lipödem-OP fiel mir das super schwer. Ich musste 4 Liter am Tag trinken. Und 4 Liter nur stilles Wasser waren Pain. Deswegen habe ich da einfach so ein bisschen Sirup mit reingemacht, damit das einfach ein bisschen nach was schmeckt. Und ich habe easy meine 4 Liter am Tag getrunken. Ich habe zwar den ganzen Tag auf Klo gesessen und Pipi gemacht, aber ich habe meine 4 Liter getrunken. Also falls ihr auch das Problem habt, dass ihr wenig trinkt oder zu wenig, dann probiert es doch gerne mal aus. Es ist super lecker und es gibt sehr viele geile Sorten. Und das Allerbeste ist, ich habe einen Rabattcode für euch. Das heißt, wenn ihr jetzt im Juni noch bestellen wollt, der gilt bis Ende Juni, könnt ihr gerne meinen Rabattcode Nessa15 benutzen und gerne mal bei Miui bestellen. Es gibt auch zuckerfreien Eistee und ich liebe Eistee. Es gibt nichts Geileres als Eistee und wenn der dann noch zuckerfrei ist, Beste. Und ich zeige euch jetzt einfach nochmal ein paar Sorten. Ein paar sind da noch geschlossen von, weil ich ja noch ein Paket hatte. Das heißt, ich hatte noch so ein paar Sorten, die jetzt aber alle fast leer sind. Wir haben hier zum Beispiel Cassis, ist richtig lecker, wie gesagt, Granatapfel, liebe ich. Dann haben wir, jetzt muss ich einmal ganz kurz schauen, hier die beiden Eistees, Zitrone und Pfirsich, habe ich auch schon beide probiert, sehr, sehr lecker. Hier haben wir noch Eistee Wassermelone, auch richtig geil. Es gibt sogar Energy, einmal mit Pomelo und einmal Normal Energy, was auch richtig geil ist. Dann haben wir noch Orange, Grapefruit, Apfel, Birne, Kirsche, Raspberry, Strawberry, Strawberry. Also unfassbar viele, viele geile Sorten. Probiert sehr, sehr gerne mal aus. Und wir testen jetzt gemeinsam die Pasta. So, das Pasta Poesia Paket hat mich erreicht. Es ist alles richtig, richtig schön kühl. Hier ist noch richtig Eis drin. Und dann haben wir hier die verschiedenen Pasta-Pakete und unten drunter die Soßen. Also Package-mäßig top. So, hier sehen wir alles, was ich mir bestellt habe. Also ich habe mir so eine Dreierbox zusammengestellt mit vegetarischen Gerichten. Ich glaube, eins gäbe es noch, das wäre das grüne Pesto, das Pesto alla Genovese, glaube ich. Ich habe Pesto Rosso, Cacio e Pepe und Crema al Tartufo mit den passenden Pasta-Sorten. Und dann ist hier auch noch ein komplettes Buch dabei, wie man das jeweils zubereitet. Und ich würde sagen, da, genau, das sind die ganzen, das hier wäre auch noch vegetarisch gewesen. Genau, und ich würde vorschlagen, wir bereiten auch einfach mal das erste zu. Und ich glaube, am allergespanntesten bin ich auf Crema al Tartufo. Und ich denke, das machen wir zuerst. Wo haben wir denn da die Anleitung? Hier.
Also, wir kochen das. Ich glaube, es ist super easy. Es sind zwar viele Schritte, aber alleine ein Schritt ist ja Pasta abgießen. Also, ich glaube, das geht ziemlich schnell. So, das Wasser werden wir jetzt mit Salz aufkochen. So, sobald das kocht, kommt die Pasta dazu für circa 2 bis 3 Minuten. So, während das vor sich hinkocht, habe ich jetzt hier 6 Esslöffel Nudelwasser. Und da kommt das jetzt rein, dann vermischen wir das und lassen das kurz auf mittlerer Hitze erwärmen. Okay, ich kann schon mal sagen, es riecht unfassbar krass nach Trüffel. Also richtig, richtig heftig. Und Nudeln sind fertig. So, ich habe die Pasta abgegossen, habe mir ein bisschen was vom Nudelwasser aufgehoben. Und das kommt jetzt alles da rein. Das sind übrigens 2 Portionen. Und jetzt wird das vermischt und dann können wir schon servieren. Das sieht schon richtig gut aus. Okay, dann. Und was ich sagen kann, das geht unfassbar schnell. Also wirklich super, super schnell. Ich könnte das jetzt noch mit Pfeffer und Parmigiano Reggiano toppen. Mache ich aber nicht. Also Parmigiano habe ich nicht da. Und Pfeffer lasse ich jetzt. Sieht richtig gut aus. Und was ich sagen kann, ich esse fast immer aus diesen Tellern. Deswegen weiß ich die Portionsgröße einzuschätzen. Das sind richtig, richtig gute Portionen. Also wirklich viel. Ich bin sehr gespannt auf den Taste-Test. Okidoki. Taste-Test. Es riecht so krass nach Trüffel. Halleluja. Ich stelle mir das auch noch richtig geil mit Pilzen vor, aber das ist eine andere Geschichte. Okay. Ein bisschen Käse drauf wäre geil. Es schmeckt richtig lecker. Es schmeckt genauso, wie man sich das vorstellt. Und das in so kurzer Zeit zu Hause zu machen, weil man könnte das natürlich auch in ein paar Minuten länger komplett zu Hause selber machen. Aber sind wir mal ehrlich, wer macht zu Hause mal ebenso in 5 Minuten eine Trüffelpasta? Also ich habe es noch nie gemacht, wenn überhaupt esse ich Trüffelpasta in einem Restaurant. Von daher finde ich das richtig geil, dass man so geiles Restaurantessen auf schnell für zu Hause hat. Und man kann es definitiv nicht mit Fertigessen aus dem Supermarkt vergleichen. Also das schmeckt ja immer nach nichts oder nach sehr wenig. Und das ist wirklich geschmacksintensiv. Es hat so einen starken Trüffelgeschmack. Also falls ihr keinen Trüffel mögt, ist das definitiv nichts für euch. Es ist wirklich, wirklich gut. Also doch, finde ich schon gut. Mmh, geil. Hallo, es gibt heute Rigatoni Pesto Rosso. Philipp hat das gerade für uns gezaubert. War die Zubereitung schwierig? Ganz einfach. Du hast nur die Nudeln gekocht und das Pesto reingerührt, oder? Und einen Schluck Nudelwasser. Ja, super. Das riecht super gut. Bin sehr gespannt hier. So, Taste Test. Ich finde sie noch ein bisschen al dente, aber es geht. Also, ich mag halt latschig. Ja, ich nicht. Aber es ist richtig, richtig lecker. Was gibst du? Ich mag ja eigentlich nicht so gern Pesto, also das ist zu lame eigentlich. Was gibst du von 1 bis 5? Von 1 bis 5? Ja. 4,5. Ja, ich tatsächlich auch. Schließe ich mich an. Geil. Super, danke Max fürs Essen kochen. Tschüss. Freunde, ich bereite hier gerade das letzte Gericht zu, und zwar Cacio e Pepe. Steht natürlich auch hier wieder alles in der Anleitung. Und ich muss tatsächlich nur die Pasta kochen und das jetzt mit der Soße vermischen. Bisschen Nudelwasser nach Bedarf. Richtig easy, und da bin ich so gespannt, aber ich habe noch nie Cacio e Pepe gegessen. Bin sehr, sehr excited. Ey, guck mal, das wird so eine richtig geile, cremige Soße. Und die zieht sogar so Käsefäden. Seht ihr das? Oh, wie geil ist das denn? Das ist so geil. Ich glaube, das ist jetzt auch langsam ready. Oh, ich freue mich. So, sorry, Freunde, ich sehe katastrophal aus, aber ich habe jetzt eine richtig geil aussehende Pasta. Wieder 2 komplette Portionen. Hier ist die andere. Sind Riesenportionen, finde ich. Also sie sind wirklich, wirklich groß. Wundert euch nicht, das sind OP, also die sind Fäden. Nicht erschrecken. Ich habe noch nie Cacio e Pepe gegessen. Und Pepe ist Pfeffer. Und ich mag halt nicht Pfeffergeschmack oder so stark Pfeffer. Deswegen habe ich immer so Respekt davor gehabt und das nie gegessen. Aber es sieht so geil käsig aus. Okay. Nudeln habe ich heute super al dente gemacht. Also gut, nicht zu hart. Das ist übel lecker. Das hat gar keinen ekelhaften Pfeffergeschmack. Also der Pfeffer ist da, aber leichter. Also so, dass ich es mag. Und Käse, richtig geil cremige Soße. Das ist endlecker. Ohne Scheiß,
Da hat Max was richtig Geiles auf die Beine gestellt. Ich würde mir so sehr wünschen, aber das ist wahrscheinlich nicht so einfach, dass die Fleischgerichte auch irgendwie in Veggie rauskommen. Das wäre so geil. Ich würde so gerne die Bolo probieren. Oder auch die Carbonara. Das ist wirklich lecker. So, meine lieben Friends, das war's mit diesem Video. Und ich muss sagen, dass ich die Produkte von Max wirklich, wirklich gut fand. Also alle drei Gerichte, die ich hatte, waren unfassbar lecker. Die haben super frisch, super authentisch, super gut geschmeckt. Die Portionsgröße war unfassbar gut. Also für mich mehr als ausreichend, wirklich eine super, super gute Portion. Also ich glaube, auch wenn man große Portionen isst, kommt man mit der Portion sehr gut hin. Preislich ist es natürlich schon etwas teurer, aber ich glaube halt auch, wenn man frische Pasta macht, frische Zutaten, frische Soßen, kriegt man es, glaube ich, nicht wesentlich günstiger hin. Es ist halt schon was, was man sich gönnt, vergleichbar mit so einem Restaurantbesuch. Wenn man jetzt sagt, ja, okay, ich hätte gern geiles Essen, will aber jetzt auch nicht ins Restaurant gehen, ich möchte das lieber für zu Hause, und bestellte Pasta ist auch so, naja, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist eher so Krise, da denke ich mir jedes Mal, boah, hätte ich jetzt nicht einfach selber gekocht, dann wäre es geiler gewesen. Jedes Mal. Ja, von daher kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Also falls ihr es noch nicht ausprobiert habt, macht es mal. Ist wie gesagt nicht für jeden Tag, weil es schon pricey. Aber so für ab und an mal, wenn man sich das mal gönnen möchte, ist ganz geil. Und jetzt bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Bye. Okay, tschüss. Okay, tschüss.